Irgendeine Wimpe im Auge. Freunde, herzlich willkommen. Schön, wieder eingeschaltet zu einem neuen Video, Freunde. Ich bin bis jetzt noch nicht so gut gelaunt, weil ich bin gerade erst aufgestanden. Ich weiß nicht, ob man es an meinem Gesicht erkennen kann. Jetzt fange ich an zu heulen, weil ich einfach was im Auge habe. Oh Mann. Aber Leute, solange wir gleich im Video nicht anfangen zu heulen, ist eigentlich alles gut, weil dieses Video wird, glaube ich, anders unterhaltend. Und zwar habe ich gerade auf Instagram ein fettes Gewinnspiel am Laufen unter diesem Post. Man muss mir nur folgen, kommentieren, was man gewinnen will und den Post in seiner Story teilen und schon ist man im Lostopf. Es können insgesamt 60 Leute von euch gewinnen. Es gibt 10 Redmi Note 9 Handys. Es gibt 10 MyDays Erlebnisgutscheine, in dem ihr ein ganzes Wochenende mit eurem Liebsten verbringen könnt. 10 50 Euro Amazon Gutscheine. 10 AirUps Starter Sets und 20 Paletten Müllermilch. Ich habe die Sachen alle von meinem eigenen Geld gekauft und würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mitmacht und auf Instagram vorbeischaut. Den Post kommentiert, mir folgt und am Start seid und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück beim Mitmachen. Ausgelost wird am 23.12.2020, also ein Tag vor Heiligabend. Viel Glück, weiter geht's mit dem Video. So viel zu diesem Thema, liebe Freunde, macht unbedingt mit, es lohnt sich wirklich, bitte. Hier ist mein Instagram eingeblendet, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und ihr verpasst natürlich auch solche Stories nicht wie die. Und wie es jetzt in diesem Video geht, liebe Freunde, denn es geht, wo soll ich anfangen? Fangen wir mal einfach... Okay. Ja, wir legen einfach direkt los. Wir machen gar nicht, wir fucking gar nicht lange um den heißen Brei, liebe Freunde. Ich habe gestern eine Fragerunde gemacht auf Instagram. Ganz normal, wie wir das halt kennen. Und auf einmal kommt so eine Frage, wo ich mir so dachte, ja, okay. Was läuft zwischen dir und Tina, war die Frage. Und alle, die, also ich fand die Frage einfach witzig, weil da logischerweise A, nichts läuft. Und das Ding mit Tina schon 2 Jahre her ist. Für alle, die es nicht wissen und jetzt aufgeklärt werden wollen. Vor 2 Jahren haben Tina und ich uns kennengelernt und waren auch für einen kurzen Zeitraum zusammen. War eine witzige Zeit, war eine tolle Zeit, eine super Zeit. Alles nice, aber jetzt nichts, wo ich mich dran zurückerinnern muss oder wo ich jetzt sagen muss, ey, ich hänge da noch so hart dran. Warum ich das gerade so betone, liebe Freunde, seht ihr gleich. Ey, mein Auge tut so weh, ich heule. Anstatt, dass ich mir einfach die Augen waschen gehe oder so. Egal. So, auf jeden Fall habe ich das dann so ironisch, habe ich sie markiert und habe geschrieben, Tina Neumann, Comeback? Fragezeichen. Ja, man muss dazu sagen, liebe Freunde, seitdem wir uns getrennt hatten, wir hatten kein einziges Mal wieder irgendwie Kontakt. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder auf alte Videos reagiert. So, okay? Also, nichts... Nichts, was eine Person, die im öffentlichen Leben steht, die sich des Ganzen bewusst ist, das, was sie öffentlich postet, ne, dies, das, triggern sollte. So, das hier ist ja auch mehr als offensichtlich gerade ein Witz. Dann kam die nächste Story. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Nee, was wünschst du dir für die Zukunft? Und ich habe auch Tina Neumann Fragezeichen, ne? Also Tina markiert und habe ein Fragezeichen dahinter gelegt. Und ich glaube, jeder, der bis bei 3 bis 5 zählen kann, hat jetzt spätestens gecheckt. Komplett ironisch, was hier gerade passiert. Voll der Witz. Keiner meint es hier gerade ernst. Ja. Denkt ihr, liebe Freunde? Ich habe noch sehr tolle DMs bekommen. So, und jetzt gucken wir in das dritte rein. Das ist nämlich die Sahnespitze auf der Tortenhaube. Kann man dich kennenlernen? Fragezeichen. War die Frage. Schreib doch einfach DM, warum machst du schon hier? Ja, liebe Freunde, da habe ich in die Kamera gesagt, schreib doch einfach auf DM, warum schreibst du mir hier? Und hab Tina markiert. Leute, spätestens jetzt hat doch jeder gecheckt. Ach egal, ich brauch gar nicht mehr sagen, oder? Dann, keine Ahnung, fragt euch warum. Meine Community fand das witzig und hat dann nur noch Fragen zu Tina gestellt. Ich küsse eure Herzen übrigens, by the way, dafür, dass wir alle gleich dumm in der Birne sind und den gleichen dreckigen Humor haben. Dann hat jemand geschrieben, Meinung zu Tina, und ich habe geschrieben, wie diese alten Facebook-Post 2014, was man über Klassenkameraden gemacht hat. Bist nett, mag dich, seh dich immer in der großen Pause auf dem Schulhof. Nicht mehr, nicht weniger, liebe Freunde. Das war's. So, und jetzt kam natürlich die Frage auf, warum jetzt Tina? Was ist mit Laura? Dachte Dream Couple. So, verstehe ich, dass sich manche von euch gerade hintergangen fühlen, weil ich überall immer groß rumposaun. Laura und ich... So, dann habe ich halt euch einfach Hand aufs Herz gesagt, was los ist. Und die beiden kämpfen gerade beide um mich.
Solange sie sich nicht verletzen, erlaube ich das auch. Ihr kennt bestimmt diese Duplo-Werbung, wo so zwei Typen um eine Frau mit einem Schwert so und dann basteln die diese Duplo-Dinger. So ist das gerade bei Laura und Tina. Ganz einfach, besser hätte man das jetzt nicht beschreiben können. Habe ich geschrieben, möge die bessere gewinnen. Beiden noch ein Shoutout gegönnt. Ich weiß auch nicht, was hier immer das Problem ist. Das sind ja keine Fake-Markierungen. Ich markiere die ja wirklich. Ja, ich gönn ja auch, liebe Freunde. So, und ganz zum Schluss habe ich mir natürlich die Frage gestellt, die sich jeder stellt. Na, ja klar, nur 1,99 Euro für eine SMS. Da habe ich natürlich euch gefragt, soll ich Bongo fragen? Soll ich das Ganze mal testen, liebe Freunde? Das könnte übrigens ein zweites Video werden. Ich schreibe mit Bongo, wer besser zu mir passt, Tina oder Laura. Das könnte auch witzig werden. Aber gucken wir jetzt erstmal ins Drama rein. Ja, dann musste ich euch kurz von der Seite anflexen, weil Tina mir geantwortet hat. Das war auch kein bearbeitetes Bild oder so. Das sieht man allein an den ganzen Konturen und so. Du bist eine 9 von 10 und ich bin die 1, die bei dir fehlt, hat Tina mir geschrieben. Kein Fake offensichtlich, habe auch nochmal drunter geschrieben, kein Fake. Daran merkt man, es ist kein Fake. So, hat nicht irgendeine Zuschauerin geschrieben und ich habe nicht Tina ihren Namen und ihr Profilbild übergeblendet. Nein, das ist kein Fake. Fake. Genauso hat Laura mir dann geschrieben, in 2 Monaten wäre ich bereit zu heiraten, ich hoffe du auch. So, ich habe vergessen, das sie hat vergessen ihr Profilbild zu wechseln, meine ich. So, Laura hat auch geschrieben, ihr kennt das oder kennt ihr nicht, wenn 2 Frauen gleichzeitig um euch kämpfen, kennt ihr alle. Ich war halt in einem Zwiespalt und ein bisschen einfach überfordert und dann, liebe Freunde, habe ich euch einfach gefragt, ihr entscheidet, wer besser zu mir passt, ihr habt entschieden. Wenn ihr jetzt ein bisschen weiter weg vom Handy geht, seht ihr übrigens noch einen kleinen, ich habe was versteckt in der Story. Ihr müsst aber ein bisschen von weiter weg schauen. Ihr müsst sehr tief in den weißen Hintergrund schauen. Vielleicht erkennt ihr irgendwas, liebe Freunde. So, hier seht ihr auch, dass dann 37% für Laura gestimmt haben und 63% für Tina. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es muss irgendeinen Grund haben, ja. Und dann habe ich euch mal gezeigt, wie das aussieht, was Tina davon hält. Was bringt dir das jetzt wieder? Ich so, macht Spaß. Findest du es nicht witzig? Sie antwortet, es ist einfach nur unnötig und es nervt. Du nervst. Okay, ich war so... Tschüss, Alter, okay, hören wir uns mal an, was ich sage in der Memo. Oha, chill. Aua. Hallo, ich habe auch Gefühle. Ja, und da muss ich noch kurz hinterher sagen, es hat mich auch wirklich verletzt in dem Zeitpunkt drin. Ich bin zwar kein Comedian und wir sind alle keine Comedians und ich habe schon wieder immer noch den gleichen Scheiß im Auge und es tut einfach fucking weh. Wir sind alle keine Comedians, wie gesagt. Trotzdem erwarte ich von jedem Menschen eine gewisse Humorhaltung nach außen hin, dass man einen gewissen Grad zu Humor hat, ja? Jetzt kommt's, Leute. Jetzt geht's los. Wir gehen jetzt ganz kurz auf den Chat ein. Ich bin seit einem Jahr glücklich in einer Beziehung. Und du nervst, wenn du immer Sachen von mir postest. Für mich war ab dem Zeitpunkt Butter, Hopfen und Malz war gegessen oder verloren, wie auch immer man das sagt. Das ist jetzt der gleiche Chat, das letzte, was sie da geschrieben hat, ist das von mir postest. Dann habe ich geschrieben, oha, warum so nasty so, ne? Dann pass auf, es wird jetzt immer frecher und ich frage mich so, ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht, außer dir einen Shoutout in meiner Story gegeben. Bitte macht es mit irgendwelchen Kindern, aber nicht mit mir. So, ihr versteht schon, sie schießt gegen Bunny gegen alle, über die ich halt Videos mache, gefühlt. Aber sie möchte nicht zu dem Gesindel gehören. Das ist Unterschicht. Kein Bock. Ich habe dann geschrieben, also for real habe ich geschrieben, man checkt doch 1000 Mal, dass es ironisch ist. Haha. Oh. Mehr bleibt da ja nicht beizufügen. Ja, klar ist es ironisch. Aber was bringt es dir immer wieder, meinen Namen in deinen Mund zu nehmen? Kannst du nicht einfach mit dem Thema abschließen? Now
Now we are at the point from the future now. Sie geht auf den mäßig, dass ich mit dem Thema nicht abschließen kann, weil sie ja gerade erwähnen musste, wie glücklich sie seit einem Jahr in der Beziehung ist. Bruder, das erwähnst du doch nicht, wenn jemand offensichtlich Jokes macht. Dann sagst du doch nicht, ich bin seit einem Jahr in der Beziehung. Ich hatte doch auch nicht vor, dich zu klären. Was ist los mit dir? Sieht das gerade so aus, als wollte ich jetzt fragen, ob wir morgen essen gehen oder Lieferando bestellen wegen Corona. Bruder, jetzt, was bringt's dir, meinen Namen wieder in den Mund zu nehmen? Hallo, ich hab's doch schon gesagt. Spaß, es ist witzig, es unterhält. Ich will nicht deine Karriere zerstören oder wieder an die gute alte Zeit zurückdenken. Holy. Mach mal halblang. Kannst du nicht einfach mit dem Thema abschließen? Das hat bei mir den Vogel abgeschossen, ne? Weil das war so ein, guck mal, wie schwach du bist, Cedric. Wir sind 2 Jahre nicht mehr zusammen. Und du denkst immer noch an mich. Und du kannst nicht ohne mich. Denkst du, ich hab in diesen Fragensticker, wie läuft's mit Tina Seppo reingeschrieben oder was? Denkst du, gell? Amna Sockdamm hat der Schickele. So, hab ich geschrieben, Alter. Hahaha. Hab ich geschrieben, okay, Karen. So, die nächsten Sprachmemos, die dann kamen, die wollt ihr gar nicht. Das wollt ihr gar nicht hören, wirklich. Ich saß an meinem Handy so. Und ich hab nur so geantwortet. Ich kann es auch abspielen lassen, aber ist, glaube ich, unnötig. Ich hab einfach nur so geantwortet, ey, bitte chill. Ey, das war wirklich nicht böse gemeint. Das ist mehr als offensichtlich nur ein Spaß. Und ich habe zum Schluss auch gesagt, dass sich der ein oder andere Stock eventuell aus dem Arsch gezogen werden sollte. Liebe Freunde, so, gucken wir weiter in meiner Instagram-Story. Leute, walla sogar, Beef incoming. Walla, Bruder, Beef ist da. Dann habe ich euch gezeigt, wie der Cedric reagiert, wenn Leute keinen Spaß verstehen. Das sieht dann so aus. Kurz übergeben. Ah ja, und das hat sie auch dann noch danach gepostet. Und jetzt noch schön Chats posten. Hast du mich gefragt, ob du es posten darfst? Ich habe geschrieben, nee, habe ich nicht. Warum? Also, ist ja, also, das wäre langweilig. Dann habe ich auch euch gezeigt, dass ich aus meinen Fehlern auch lernen kann. Und hab anschließend, ging es im Chat dann darum, sie hat geschrieben, du bist so lächerlich, Cedric, das sieht man oben nicht so gut, weil da der Song gezeigt wird. Ein Witz bist du. Ich frag mich echt, wann du mal erwachsen wirst. Hab ich geschrieben, inshallah bald. Und, wie gesagt, ich lerne aus meinen Fehlern. Hab sie gefragt, ob ich ein YouTube-Video dazu machen kann. Die Antwort, liebe Freunde, lassen wir jetzt mal außen vor. Ich frage jetzt einfach mal nochmal meine Community, ob ich ein YouTube-Video drüber machen darf. Meine Community besteht zu 99% aus Anwälten, Richtern und Geschworenen und hat gesagt ja zu 87%. So, und jetzt einfach, um das Ganze noch schön abzurunden. Tina, du kannst jetzt deine Community sagen, dass die bei meiner letzten Story abstimmen kann dafür, dass ich kein Video machen soll, vielleicht bringt das was. Ich wollte nur helfen. Ja, der müsste er fairerweise sagen, dass es mehr als ein Entgegenkommen. Obwohl ich schon seit einem Jahr glücklich in einer Beziehung bin, habe ich dir noch angeboten, dass deine Community... ja. Oh, jetzt ist auch schon 8:30. Ich mache mich jetzt langsam mal frisch. Geh mal duschen. Denn ich habe ja jetzt noch ein Date, ne, Tina? Ich habe mich, das ist kein Prank, ich habe mich wirklich frisch gemacht. Deshalb sehe ich auch gerade so attraktiv für euch aus. Nicht wundern. Mir ist gerade eingefallen, bevor ich es vergesse, Tina hat auch etwas in ihre Story gepostet. Das muss ich jetzt aber mal schnell suchen. Wo ist das denn? Ah, da ist sie doch. So, ich blende es euch mal kurz ein. Wieso können manche Menschen nicht aufhören zu nerven? Please nimm meinen Namen nicht in deinen Mund. Es nervt. Ich finde auch dieses... Nimm das bloß nicht wieder in deinen Mund. Ich finde es so, was will man damit zeigen, wie etabliert man ist, dass man sagt, jemand soll deinen Namen nicht in den Mund nehmen. Bruder, Alter. So, das war's auch schon. All in all, together. Kann es sein, dass ich für euch jetzt gerade wieder eine fette richterliche Abmahnung von einem richterlichen Staatsanwalt kassiere?
kassiere und das auch noch von meiner Ex-Freundin. Bitte, bitte, liebe Freunde, gebt dem Video wenigstens einen Daumen hoch, ja? Ansonsten kann ich euch empfehlen, auf Instagram vorbeizuschauen, bei der Verlosung mitzumachen und meine Story fleißig zu verfolgen. Denn vielleicht wird mehr gebieft. Nicht nur vielleicht, liebe Freunde. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe die ganze Zeit hier dieses Plastikding an meinem Finger. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Ich wollte es so machen. So eigentlich. Das ist diese Dings von Avatar? Nee, Tribut von Panem. Da waren die so. Ne? Diese. Egal. Ich küsse eure Herzen, haut rein. Bis morgen wieder beim neuen Video. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze.